Das Wetter in der Woche aus gegebenem Anlass diesmal für den deutschen Kaufmann im Januar 2020. Damals wurde alles verscherbelt, verscheuert, alles verwertet, alles, was nicht nied- und nagelfest war. Ob sie jetzt, ob es die Klamotten waren, die Pelze, die Sachen, die man anhatte, die Koffer, alles, was nicht nied- und nagelfest war, kam praktisch unterm Hammer. Und alles wurde natürlich genauestens aufgeschrieben. Selbst die Toten, also nicht nur was nicht nied- und nagelfest war, selbst die Toten konnten nichts, da konnte nichts versteckt werden. Da wurde jede Körperöffnung untersucht, ob da noch irgendwo irgendetwas war. Zahngold, alles, es kam alles unter den Hammer, alles ins Reich. Es war unglaublich, nicht? Das ist eben ein Stück der deutschen Geschichte. Beethoven, sage ich mal, Bach, Goethe, Schiller, Höss, alles, ne, alles deutsche Geschichte. Heute verkommt natürlich viel. Heute, da geht der Zahn der Zeit, nagt da dran. Das ist so. Die Baracken windschief. Man muss unglaublich viel Geld in die Hand nehmen, um diese Erinnerung zu bewahren. Überall, wo sie hingucken, wächst natürlich Gras drüber, ne? Auf der anderen Seite, es wurden genaue Listen geführt. Da kam nichts abhanden. Ganz genau wurde aufgeschrieben, was irgendwo herkam, was man da mitgemacht hat, wo es hinkam. Das war ein Stück weit lange Listen, es war ein Stück weit unsere Gründlichkeit. Heute ist das anders. Heute tanzen die Kinder, die Jugendlichen auf den Schienen, ja, ganz unbefangen, ganz freundlich. Die Alten und die Jungen. Die, die nichts davon wissen, die, die das Bewusstsein verloren haben. Und sie kommen aus aller Welt, sie kommen aus Israel, aus Deutschland, aus Kanada, aus Italien, überall her. Aus Deutschland mit, aus Deutschland zugegeben, da kommen mit die wenigsten. Aus Israel kommen mehr als aus Deutschland. Aber so ist das eben. Heute verkommt's. Man müsste, wie gesagt, eine Menge Geld in die Hand nehmen. Fast so viel wie ein Staatstheater, auch nur eines von den Hunderten, wer ein Staatstheater allein in einem Jahr braucht. Stellen Sie sich das mal vor, was uns das kosten würde.